Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie Sie den Firefox anweisen können, auf YouTube den sogenannten HTML5-Player zu nutzen. Der Google Chrome nutzt den seit kurzem standardmäßig, soll heißen, wann immer er kann. Der Firefox macht das standardmäßig noch nicht, aber das können wir ja gleich einstellen. Den Kampf Google gegen Flash, den haben wir schon vor Jahren skizziert. Flash kostet Google sehr viel Geld, ist aber allerdings auch die einzige Möglichkeit, den Videostream verschlüsselt an den Nutzer zu übertragen. Jetzt werden Sie natürlich sagen, oh mon Dieu, sind die Videos von Sempervideo etwa so wertvoll, dass sie verschlüsselt übertragen werden müssen? Und die Antwort ist, ja natürlich, nein. Die Antwort ist, das können Sie sehen, wie Sie wollen. Es liegt allerdings eher daran, dass YouTube auch für Hollywood interessant werden möchte. Und Hollywood kommt nur, wenn der Stream sicher bzw. verschlüsselt ist. So verschlüsselt, dass der Nutzer ihn nicht einfach abgreifen kann. Wie Ihr Webbrowser eingestellt ist, können Sie ganz einfach prüfen. Das mache ich jetzt zuerst mal mit dem Google Chrome, indem wir den einfach öffnen und dann zu youtube.com/html5 navigieren. Dann bekommen wir direkt aufgelistet, welche Codecs von unserem Webbrowser unterstützt werden. Und eben hier zumindest, wie schon gesagt, angezeigt, dass der Google Chrome standardmäßig den HTML5 Videoplayer benutzt. Also, wenn es geht. So, und als Kontrastprogramm machen wir das Ganze nochmal mit dem Firefox. Der unterstützt nicht ganz so viel und nutzt den Standard-Player. Und wenn wir da aber einmal draufklicken, dann war es das auch schon. Ist also ganz einfach. Okay.